special powers to fight off any dangers we find each day. Starship, the popular show Starship, we feel it with our friendship. Cross the starting universe, loading our sailing ship, we're loading. Alles ist still auf der Bobola, dem Raumschiff der Bobobobs. So still, dass Cornelius im Ausguck eingeschlafen ist. Peter hat Cornelius' Aufgabe als Chefastronom übernommen. Da geschieht plötzlich doch etwas. Springende Lichtjahre, Cornelius! Was ist los? Unbekanntes schreckliches Objekt voraus! Bist du dir ganz sicher, Cornelius? Oder bist du mal wieder eingenickt und hattest einen deiner Albträume? Captain, es ist wahr, sehen Sie! Volle Kraft voraus! Captain, wir haben's nicht abgeschüttelt, es kommt schnell näher! Vorsicht! Das Ding kann sich bewegen. Hart Steuerbord, volle Kraft! So Befehl, Captain! Ahoi, Bobola. Ich komme in friedlicher Absicht. Euch wird nichts passieren. Also, ich finde nicht, dass das allzu friedlich aussieht. Wir sollten lieber kein Risiko eingehen. Mach einen Looping. Ein Looping? Oh, prima, ja, Sir. Hey, haltet euch gut fest, Bobs. Wir machen ein Looping. Mach ihn sanft, ja? Ich stehe nicht mehr so fest auf den Beinen wie früher. Bist du sicher, dass es stramm genug ist? Festhalten, fertig machen für den Looping. Komm, wir sollten lieber nach unten gehen. Los! So Befehl, Captain. Mir ist ganz schwindelig. Wir hängen ihn ab, Sir. Das wird sie lehren, uns nicht in die Quere zu kommen. Wie sieht's da oben aus, ihr beiden? Ist es weg? Ja! Nein! Warum nicht? Komm zurück! Hey, wie hat es das geschafft? Oh nein! Hey, Captain, wir steuern mitten auf ein Asteroidenfeld zu! Oh, wirklich hervorragend, Captain! Wir können doch die Asteroiden benutzen, um unsere Spuren zu verwischen! Da können wir es doch ganz schnell abhängen! Stimmt, gute Idee! In die Asteroiden, Steuermann! Zu Befehl, Sir! Sei bloß vorsichtig! Ja, Sir! Prima, gut gemacht! Sie liegt jetzt ganz ruhig! Ich schaff das schon, Sir! Alles festhalten! Siehst du es denn immer noch, Cornelius? Kann ich nicht sagen. Man sieht bei den vielen Asteroiden kaum etwas, Captain. Sag das nicht. Sehen Sie nach Achtern, Sir. Es ist uns wieder auf den Fersen. Was? Oh nein! Wir werden es einfach nicht los. Ein Riesenasteroid direkt vor uns! Da ist es. Dahinter können wir uns verstecken. Schnell, taucht drunter durch und bleibt dahinter. Zu Befehl, Captain! Setzt Jagdgeschwader ein, aber ich will sie lebendig. Oh nein, sehen Sie nur, Captain! Jagdgeschwader! Los, weiter! Fertig machen zum Einnehmen! Sie holen auf, Captain! Keine Panik! Steuermann, Kreiskurs zur Wende! So Befehl, Sir!
Ja, sie sind vorbeigefallen. Wir haben es geschafft. Wir haben sie abgehängt. Seid da bloß nicht so sicher. Oh nein. Steuermann, Manöver wiederholen. Gern, Sir. Oh. Gut, dass ich diesen hohlen Asteroiden entdeckt habe. Oh je! Seid still und bewegt euch nicht. Vielleicht entdecken sie uns nicht. Sie sind weg. Ich glaube, wir sind außer Gefahr. Wir haben sie abgehängt. Wir haben sie abgehängt. Hurra! Hurra! Nimm den alten Kurs wieder auf. Zu Befehl, Sir. In Schussposition. Kraftfeld aktivieren. Auf Ziel richten. Fertig zum Abschuss. Feuer! Captain, aufpassen! Was war das? Die haben uns! Zieht sie an Bord. Oh, jetzt sitzen wir wirklich in der Patsche. Exzellent! Wir sind ihnen völlig ausgeliefert. Ich fürchte, du hast recht, aber warum sind wir hier? Was wollen sie von uns? Das ist ganz einfach. Ich will nur mit ihnen reden, Captain Bob. Weder ihnen noch ihrer Mannschaft wird etwas zustoßen. Bobs, ich will ganz ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung, ob wir in Gefahr sind oder nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss das tun, worum ihr mich bittet. Ich möchte, dass ihr alle nach unten geht, während ich mich mit ihrem Captain treffe. Verstanden? Cornelius, übernimm das Kommando, bis ich wiederkomme. Gut. Also, hier bin ich. Aha. Oh, seien Sie vorsichtig, Captain! Na, das ging ja schnell. Captain Bob ist hier, Meister. Willkommen an Bord, Captain Bob. Sagen Sie, wie läuft Ihre Expedition zur Erde denn so? Woher wissen Sie denn von unserer Expedition? Das ist doch streng geheim. Also zuerst einmal... Wie geht es Ihnen? Ich bin Captain Croak. Captain, vielleicht könnten Sie mir erklären, warum Sie uns gefangen haben und woher Sie so viel über uns wissen. Ich weiß wirklich sehr viele Dinge, aber nur deshalb, weil ich niemals meine Informationsquelle preisgebe. Daher vertrauen mir meine Informanten und versorgen mich weiterhin. Wirklich? Und ich habe sie nur gefangen genommen, um ihre Gesellschaft genießen zu können. Sehen Sie, meine gesamte Besatzung besteht aus Robotern, die immer umherrattern und monoton sprechen. Sie machen mich noch verrückt. Ich weiß, dass es äußerst unverschämt von mir war, sie einfach so zu ergreifen. Und es tut mir auch leid, ganz ehrlich. Aber ich mache es ihnen gegenüber wieder gut. Da bin ich nicht so sicher. Kommen Sie schon, Captain. Denken Sie an den Gefallen, den Sie mir damit tun können. Und ich habe bereits Ihnen zu Ehren ein Festessen für Sie und Ihre gesamte Crew geplant. Wir werden uns köstlich amüsieren. Also? Wenn ich ablehne, tut er vielleicht der Mannschaft etwas an. Daher stimme ich zu. Also gut, Captain. Wir nehmen Ihre Gastfreundschaft an. Aber nach dem Bankett müssen wir gleich abreisen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wunderbar. Nach dem Bankett machen Sie sich auf den Weg. Ich ließ all Ihre Leibgerichte für Sie kochen. Das Abendessen ist serviert, Meister. Jeder hat etwas Spezielles. Kellner, Kettenbar. Oh. Nurse Mimi. Peter. Hoffentlich schmeckt es.
Also, guten Appetit. Was ist los? Sind die Gerichte verwechselt worden? Also was? Es ist nur... Wir sind bloß so überrascht, dass Sie wussten, was unsere Lieblingsgerichte sind. Ist das alles? Na dann esst, meine Freunde, esst! Das werde ich. Oh, schmeckt prima. So gut war es bei uns noch nie. Sehr schön. Oh, ausgezeichnet. Ich freue mich. Ah, Cornelius, wie ist Ihr Sternkarteneintopf geworden? Oh, es ist wunderbar. Was für ein Fest. Endlich mal eine anständige Mahlzeit. Es ist wirklich Jahre her. Tante Agathe, das ist ja wirklich so gut, als hättest du es gekocht. Aber du kochst ja fast nie. Fritz lässt mich ja nicht, das weißt du doch nicht. Das ist nicht fair. Junge, Junge, davon könnte ich mir 12 Mal nachnehmen und ich habe mir keinen Nachschlag mehr gewünscht, seit wir mit dieser Reise begonnen haben. Captain, Ihre Informationsquelle weiß wirklich, was wir vermisst haben. Das freut mich. Oh, dann braucht man ja nicht. Also wenn das Zeug so doll ist und meins so furchtbar, dann braucht man mich ja nicht mehr. Ich verstehe diese Andeutung. Warum beleidigt ihr mich nicht gerade heraus? Aber Fritz... Nee, ich gehe. Von mir habt ihr nicht mehr zu erwarten, ihr undankbarer Haufen. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ah, es war wohl Einbildung. Ah, es ist also doch jemand hier. Egal, wer du bist, gib's auf und damit hat sich's. Ich werde nicht zurück zum Tisch gehen. So einfach hält mich niemand zum Narren. Oh, das tat weh. Seid ihr tollpatsche verrückt geworden? Versucht das nochmal und ich mache euch Blechmänner mit meinem Nudelholz kaputt. Hä? Hey, na gut, bringt mich zum Essen zurück, wenn's sein muss. Aber das nächste Mal werde ich wirklich böse werden, verstanden? Hey, zum Esstisch geht's andersrum, Jungs. Wo geht denn ihr hin? Augenblick mal, ich will mit dem Käpt'n sprechen. Hey, also Jungs, wenn ich euch irgendwie geärgert habe, ich kann das erklären. Spar dir die Mühe, Fritz. Was soll denn das hier? Wer sind denn Sie? Woher kennen Sie meinen Namen? Du hast ein kurzes Gedächtnis. Ich bestehe darauf zu erfahren, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Drehen Sie sich um, damit ich Sie sehen kann. Wenn du darauf bestehst, erinnerst du dich jetzt. Dich gibt's also doch noch, Serasina. Was machst denn du hier? Rache, was sonst? Erinnerst du dich an unser letztes Treffen? Ihr habt mein Raumschiff weit in den Himmel geschossen und ich trieb lange durchs All, bis Captain Krog mich gerettet hat. Ich erzählte ihm alles und er beschloss, mir zu helfen. Jetzt habe ich jemanden, der mir hilft. Dann muss er ja genauso schrecklich sein wie du. Alles, was du je wolltest, war uns zu vernichten. Aber das wird doch nicht gelingen, Serazina. Das werden wir verhindern, genau wie früher. Hab ich erst meine Kräfte wieder, wünscht ihr euch nie geboren zu sein. Ein weiter, Serazina, als du verbannt worden bist, sind da all deine Kräfte genommen worden. Und wetten, dass du sie jetzt erst recht nicht wieder kriegst. Ach nein, das ist genau der Grund, auf dem du hier bist. Wovon redest du da? Das ist unmöglich. Was machst du denn da? Mir machst du keine Angst, Freundchen. Lass mich los. Hey, was soll das? Nein! Was ist das? Das ist mein Bob-Bob-Hirnmixer. Ich lege einen Hebel um und deine Kräfte gehören mir. Weg mit dem Nudelort und benutze eine andere Maschine. Nee. Hey, lass mich los. Ihr habt's so gewollt. Was machst du da? Nein! Er kann nicht weit sein. Hier ist keine Spur von ihm, Zer. Lasst ihn nicht entkommen.
Ärger mit dem Mixer, bitte um Hilfe. Bring das zu Captain Krauk. Ich muss diese Kräfte zurückbekommen. Mit ihnen bin ich unschlagbar. Ich bezwinge das Universum, wenn ich diesen Koch bezwinge. Was mich wirklich wundert, Agathe, ist, wie der Captain herausgefunden hat, was unsere Lieblingsessen sind. Sehr erstaunlich. Er scheint überhaupt ein ziemlich erstaunlicher Kerl zu sein. Und recht charmant. Nachricht für Sie. Ärger mit dem Mixer, bitte um Hilfe. Cornelius, mein Oberastronom, hat ernsthafte Schwierigkeiten, unseren Kurs festzulegen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn er Sie als Experten um Rat fragen würde? Nein, natürlich nicht. Ach, ganz ruhig, Bleb. Du bist immer so misstrauisch. Außerdem kann ich auf mich selbst aufpassen. Naja. Ein schönes Raumschiff haben Sie hier. Viel Platz und hohe Decken. Wir bevorzugen einen traditionelleren Stil, aber das hier ist auch nicht schlecht. Und die ganze Mannschaft besteht aus Robotern, also das ist etwas, an das ich mich nie gewöhnen könnte. Naja, au! Habe ich etwa was Falsches gesagt? Zielperson bezwungen, wird ins Labor begleitet. Was war das mit Cornelius? Was, ein Roboter hat ihn niedergeschlagen? Ach komm, Blimp, du träumst doch! Danny Blip möchte mir etwas zeigen. Darf ich einen Spaziergang mit ihm machen? Natürlich, aber bleib nicht lange weg. Little Bob und Blip sind sehr gute Freunde. Sie sind unzertrennlich. Das ist hoffentlich nicht wieder einer deiner Witze. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er zerplatzen. Was soll der Unsinn? Warum bin ich hier festgeschnallt? So treffen wir uns also wieder. Serazina, ich hätte es wissen müssen. Lässt du uns nie in Ruhe? Ich lasse euch in Ruhe, wenn ich habe, was ich will. Ach, und was könnte das sein? Die Kräfte, die ihr mir genommen habt, ich will sie wieder. Cornelius! Was machst du denn hier, Fritz? Das ist doch schon so eng. Wir müssen die Kuppel vergrößern. Oh nein! Wie willst du das? Zusammen haben wir es geschafft. Sieh nur! Hä? 1-0, aber ihr entkommt nicht. Da wäre ich mir aber gar nicht so sicher. Bis später. Komm! Ausgerechnet jetzt, wo alles gut lief. So viel zu unserem lieben neuen Freund Captain Krug. Was für ein Schuft! Also, das war eine wunderbare Zusammenkunft. Ja, danke, Captain Krug. Es war mir ein Vergnügen, ein. Ich war nahezu ausgehungert nach etwas zivilisierter Gesellschaft. Wir sind Ihnen auch überaus dankbar. Es war sehr schön, aber jetzt müssen wir wirklich gehen. Wir haben, wie ich schon sagte, noch eine weite Reise vor uns. Oh, wie schade. Meister? Nummer 20 hier wird Sie zu Ihrem Raumschiff zurückbegleiten. Hohoho, ist doch nicht nötig. Nein, nein, ich bestehe darauf, Captain. Oh, warte nur, bis ich diesen Halunken erwische. Captain, was ist bloß mit Cornelius? Er ist schon so lange weg. Ich gestehe, dass ich mir langsam Sorgen mache. Oh, ich bin sicher, dass sich Cornelius nur ein bisschen mit meinem Astrologen unterhält, Agathe. Und wo sind Little Bob und Blip hingegangen, Captain? Ja, das ist wahr. Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, wo sind denn die beiden? Master! Master! Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, Was ist los, Captain? Es tut mir leid, aber ich muss mich um einen dringenden Notfall kümmern. Bitte entschuldigen Sie mich für einen Moment. Oh. Nee. Jetzt. Captain Serazina ist an Bord. Hm? Er arbeitet mit dieser Cloak-Gestalt zusammen, um seine Kräfte wieder zu erlangen. Wir müssen weg. Schnell. Wartet, wartet. Fasst euch alle schnell an den Händen.
Konzentriert euch. Nanu, klammheimlich verschwinden? Hä? Was werden Sie denn jetzt tun? Ich werde Sie alle gefangen nehmen. Sie können uns nicht zwingen, hier zu bleiben. Oh, doch, das kann ich. Ich zeig Ihnen, wieso. Sehen Sie? Tut mir leid, Dad, ich hab Blip nicht geglaubt. Oh nein, Little Bob. Dad, egal, was Sie verlangen, tu es nicht. Es war unsere eigene Schuld. Wir werden hier schon irgendwie wegkommen. Was wollen Sie von uns, Croak? Zum Tausch für Ihren Sohn will ich Sie haben, Captain Bob. Nein, nein, tu es nicht, bitte, Daddy. Also, du weißt, was du zu tun hast. Also, ich warte, Captain Bob. Ihre Entscheidung. Welche Wahl habe ich schon? Nein, Daddy, nein! Daddy, Daddy! Oh, Little Bob, Daddy. Wir schaffen es schon irgendwie. Oh, Daddy. Beeilung, kommen Sie. Ich will hier keine Tricks. Geh zu Cornelius. Er weiß, was zu tun ist. In Ordnung, Daddy. Schluss mit dieser affektierten Gefühlsduselei. Kommen Sie, Captain. Sie wollen mich haben. Augenblick, hier, immer mit der Ruhe. Er ist verrückt geworden. Verrückt. Schnell die Betäubungsgewehre, bevor Sie auf dumme Gedanken kommen. Oh, wo sind Sie hin? Wo sind Sie? Hier drüben, Croak. Ihnen nach. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir diesem Typen etwas zurechtstutzen, Little Bob. Ja, Cornelius. So viel zu eurem Spielzeug, Jungs. Kleiner Abzugshahn, kleiner Abzugshahn. Sehr gut, seht sie euch an. Zeigt's ihnen, steht nicht einfach nur da. Konzentriert euch. Jungs, lasst mich runter. Sie runterlassen mit Vergnügen. Serazina und ich kriegen euch noch ganz bestimmt. Ein schönes Gefühl, wieder frei zu sein. Volle Kraft voraus, Steuermann. So, Befehl, Captain. Welche Richtung? Planet Erde. Das nächste Mal wird die Bobula durch eine mysteriöse Anziehungskraft vom Kurs abgebracht. Captain Bob und Wilbur untersuchen die Sache und stellen fest, dass sie in den Fängen des merkwürdigen Allwesens Tripus sind, das selbst wiederum einem Tyrannen ausgeliefert ist. Gemeinsam mit den anderen bemühen sie sich, unter großen Schwierigkeiten Tripus zu befreien. Lasst euch den Tripus-Angriff nicht entgehen!